Hallo an alle und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich möchte heute nochmal über das Thema Intersexualität mit euch sprechen. Ich habe nämlich morgen einen Arzttermin bei einer neuen Endokrinologin und musste gerade meine ganzen Krankenakten zusammensuchen und dabei ist mir aufgefallen, was ich da schon so medizinisch die letzten Jahre durch habe. Ich habe aber auch im letzten Jahr so ein bisschen LGBTQI-Netzwerk-Erfahrungen gemacht und möchte das vielleicht auch mit euch teilen. Und irgendwie habe ich nicht gewusst, warum ich mich oft damit nicht so richtig wohlfühle oder was mein Problem ist oder warum ich mich immer so komisch und so anders fühle. Und jetzt bei den Krankenakten ist mir das, glaube ich, nochmal ein bisschen aufgefallen. Und deswegen wollte ich heute mit euch drüber sprechen. Ich glaube, der Titel ist ein bisschen clickbaity, weil er sehr absolut ist. Ich will Intersexualität oder Intersex als Thema nicht komplett für LGBTQ-Netzwerke ausschließen, aber vielleicht für meinen persönlichen Fall und für den Fall und vielleicht für meine Sichtweise. Und das möchte ich euch mal so ein bisschen erklären, auch so die Hintergründe. Mein Intersex-Outing, ja, lasst es uns ruhig Outing nennen, ist mein größtes, erfolgreichstes, aufgeblasenstes, klickigstes Video. Ich glaube, wir sind bei über 60.000 Aufrufen. Bei, sonst hat mein Kanal, ich habe 7.000 Abonnenten, damals hatte ich glaube ich sogar nur 5 und da haben vielleicht irgendwie sind 1.000, 1.200 Klicks pro Video, also so eine schöne kleine, was eigentlich auch noch viel ist, ne, 1.000 Leute gucken sich an, das ist jetzt keine kleine Community, aber nur ein paar, die kommentieren und man kennt es so ein bisschen und so weiter, da ist halt so ein Video riesig für. Es ist jetzt kein Millionen-Klick-Video, aber es ist das Größte und ist immer noch das Größte und auch mit der größten Resonanz, einfach weil es so viele Leute gesehen haben. Bis heute ist das Video komplett nicht monetarisiert und mittlerweile monetarisiere ich überhaupt nichts mehr, weder auf diesem Kanal noch auf dem anderen, weil das ist einfach hier mein Hobby und meine Freizeit und mein Spaß. Ich will kein Geld damit verdienen und nichts. Und ich freue mich da nicht drüber, dass es so viele gesehen haben, weil ich damit schön viel Geld verdient habe, sondern einfach, weil es das Thema mehr in die Mitte trägt und Leuten bekannt geworden ist und es so viele Kommentare einfach auch von Leuten gab, die nämlich genau gesagt haben, Anna, ich wusste überhaupt nicht, dass sowas existiert und jetzt wissen sie es. Und das vielleicht auch nochmal im Zuge mit der Debatte ums die dritte Option, das dritte Geschlecht, auch im Pass, nochmal ein bisschen mehr Background streut und man nicht diese klassischen, ein bisschen vielleicht auch kämpft gegen diese, jetzt wollen die und die auch noch ihr eigenes Badezimmer und so die Vermischung von Intersexualität, Transsexualität und dem ganzen Kram, dass es da vielleicht auch einfach ein bisschen hilft. So war das Video aber gar nicht mal unbedingt gedacht. Also ich war und bin auch immer noch, aber ich hatte damals irgendwie so eine Phase, wo ich dachte, ich muss hier mal eine Runde Selbstfindung machen und das mit der Welt teilen und wollte so quasi in diesem kleinen Community-Rahmen mit den Leuten, die es so sind, dachte ich einfach, okay, das ist so ein Puzzleteil und irgendwie verstecke ich das immer so und rede da nicht drüber. Und jetzt mache ich mal so ein Video und rede da drüber. Aber irgendwie quasi für mich und für alle, die da gerade so das geguckt haben und mich kannten und ich auch schon ewig lange kannte, einfach um dieses Puzzleteil zu füllen, das war so ein bisschen die Zielgruppe. Plus in der Hoffnung auch noch ein paar Betroffene zu erreichen, weil ich einfach selber weiß, als ich halt irgendwie 15, 16, 17 war und es gesucht habe, dass es da nicht viel gab und bis heute auch nicht vieles Deutschsprachiges gibt. Also im Englischen kriegt man doch relativ viel gefunden, relativ viel. Aber gerade deutschsprachige andere Betroffene mal zu sehen. Und mir hat das einfach damals geholfen, so quasi die Imogen Callaway, das war quasi so meins, die eigentlich Finofax-Videos gemacht hat, also wie sie quasi ihren Tagesplan organisiert. Und dann aber so diese Videos rausgehauen hat und auch die 5 Vorteile von CAIS und Intersexualität, was ich ja dann auch nochmal neu aufgelegt hatte nach dem letzten Mal. Das hat mir einfach so ein bisschen geholfen, weil das war normales, ich würde sagen, damals auch Mädchen, jetzt vielleicht mittlerweile Frau, also ja, wie ich. Also, und ich habe mal ein Bild gesehen, ein Bild von einer echten intersexuellen anderen Person mit CAIS. Und davor war es halt alles sehr abstrakt, sehr sehr theoretisch, sehr in Foren, ohne Bilder, ohne irgendwas, nur Lebensgeschichten, aber kein Bild, keine Person dazu. Und das quasi vielleicht jetzt für jemanden zu sein, der gerade auch 15, 16, 17 ist und das gerade mit sich ausmacht und diese Diagnose bekommen hat, das war vielleicht noch etwas, was ich mit dem Video auch erreichen wollte.
Und da habe ich gedacht, vielleicht sind es ein, zwei, drei Leute. Es waren mehr. Mich haben bestimmt mittlerweile so 20 bis 30 andere Betroffene angeschrieben. Und auf die ersten 4, 5 habe ich da auch noch sehr ausführlich geantwortet und auch so ein bisschen Kontakt gesucht und auch ein bisschen regelmäßig geschrieben, bis dann halt so es immer mehr wurden. Ich meine, das Video war ja auch erst am Anfang so normal geklickt, wie meine Videos halt sind. Und dann ist es auf einmal vom Algorithmus explodiert. Also es war ja nicht von Anfang an so häufig geguckt, sondern das war, glaube ich, auch einfach durch die Berichterstattung in anderen öffentlich-rechtlichen Medien zu Intersexualität. Das war da gehäuft. Also gefühlt, ob es der SWR war oder ARD, ZDF, und Co., die hatten dann Beiträge gemacht und die waren halt auch auf YouTube. Und dadurch war, glaube ich, und halt auch um die Diskussion dritte Option, ne, das politische Thema, was dann so ein bisschen aufkam, darüber wurde das dann, glaube ich, einmal in den Algorithmus gespült und auf einmal ist es explodiert, aber nicht von Anfang an. So, und deswegen, am Anfang haben sie aber schon vielleicht ein, zwei gefunden und deswegen war das dann noch kuschelig, klein und überschaubar und auf einmal wurde es echt viel. Und es war dann halt auch der Fall, dass ich sehr, sehr lange E-Mails bekommen habe oder Kontaktanfragen von Leuten, die genauso wie ich damals vielleicht das erste Mal eine andere, reale, echte Person gesehen haben, die das hat. Und dann das krasse Bedürfnis hatten, da den Kontakt zu suchen und ihre Lebensgeschichte zu teilen und sich bei mir also nicht ausweinen klingt jetzt so, aber so quasi, ja, da mal so den Ballast ein bisschen loszuwerden. Und ich konnte das nicht leisten. Das war auf einmal diese Verantwortung quasi gefühlt zu haben und also zu spüren, was da für eine Erwartung auch an mich projiziert wurde. Und ich bin einfach noch jemand, der sich vor eine Kamera gesetzt hat und es aufgenommen hat und berichtet hat. Und auf einmal bin ich aber quasi so die Hoffnung für jemanden. Und vor allem halt nicht nur für eine Person, sondern dann mehrere und hintereinander weg und viel und alles Mögliche. Und das war zu viel Druck und zu viel Verantwortung. Und wenn ich Druck spüre, renne ich weg. Deswegen, falls du das jetzt sehen solltest, als Betroffene, die mir geschrieben hat, es tut mir echt leid. Weil das ist auch geclasht mit eigentlich dem, was ich gerne liefern wollte. Eigentlich weiß ich, was für eine verletzbare und was für eine Scheißsituation das ist. Und dann hat man so einen Hoffnungsschimmer und denkt so, ich kann dieser Person schreiben und die ist ja echt. Und wow, und vielleicht schreibt sie zurück und wir können es austauschen und dann kommt nichts. Dann kommt nichts. Und dieses Gefühl, jemand anderen enttäuscht zu haben, mit meinem Ideal und meiner Vorstellung halt auch allen helfen zu wollen, das hat schon ein bisschen an mir genagt. Das hat, glaube ich, den Druck auch noch erhöht, was es noch schlimmer gemacht hat. Und es tut mir leid. Es tut mir leid, wenn ich irgendjemanden enttäuscht habe. Und ich überlege mir gerade und habe mir was überlegt, bezüglich, wie ich wenigstens als Mittelpunkt alle, die mir geschrieben haben, vernetzen kann, sodass ich da nicht zu viel machen muss, aber wenigstens immer alle zusammenbringen und sammeln. Und wenn ihr das wollt und Kontakt habt, also wenn ihr als Betroffene mich kontaktiert habt, solltet ihr eigentlich nochmal eine E-Mail oder eine Nachricht jetzt bekommen haben, wenn alles gut geht. Und ja, mit noch ein paar mehr Infos und Varianten dazu, um da vielleicht irgendwas auf die Beine zu stellen. Kommen wir zur zweiten Gruppe an Menschen, die auf einmal sehr, sehr interessiert an mir waren. Das waren die Medien. Ich glaube, fast alle großen Medienhäuser, die noch nicht was zu dem Thema gemacht haben zu der Zeit, haben sich bei mir gemeldet. Vom Springer Verlag, RTL, aber auch, ich glaube, ein, zwei öffentlich-rechtliche Sachen. Spiegel war auch dabei. BuzzFeed, alles. Und auch da so, ja gut, nicht richtige Medienanfragen, aber ich bin zum Beispiel zu einer Podiumsdiskussion nach Bonn gefahren. Das hat dort auch die Fachschaftsgruppe LGBTQ gemacht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eher Richtung Aktivismus und weniger Medien fällt. Das habe ich zum Beispiel mitgemacht, aber sobald dann mehr aufkam, habe ich es einfach komplett ignoriert. Ich habe auch auf keinen geantwortet. Doch ich glaube einmal so ein kleiner Fachschaftscenter irgendwo an der Uni in Bayern, die halt irgendwie in ein Fernsehprogramm gemacht haben und dann zwei, drei E-Mails geschrieben und dann sogar unter meine Videos kommentiert, den habe ich dann mal geantwortet, dass sie es bitte lassen sollen und dass es mir sehr leid tut, aber ich das nicht möchte und gerade nicht kann. Weil ich auf der einen Seite so ein bisschen manche unseriöse, nach meiner Einschätzung unseriöse Medienangebote einfach kein Vertrauen daran habe, dass meine Geschichte wirklich richtig dargestellt wird, plus
ich mit einem Journalisten schon zusammen war und weiß, wie da gearbeitet wird. Und da wird halt jemand auf das Thema angesetzt, weil das Thema ist halt gerade relevant und spannend. Und dann wird das befragt und dann zieht man sich das raus, was man irgendwie gebrauchen kann. Und dann packt man es rein und eine Woche später ist es ja egal. Und man hat wieder das nächste Thema und als möglicher Wort so, man seinen Auftrag erfüllt und kriegt sein Geld. Und ja, das hat zwar irgendwie dann auch der Aufklärung beigetragen, aber für manche ist es ein Auftrag und eine einmalige Story, für mich ist es mein Leben. Und das hat auch mit ein bisschen mit mir geclasht, weil ich mir dachte, boah, Anna, du hast jetzt die Möglichkeit, ne? Du hast jetzt tatsächlich hier Medienpräsenz, in der du präsent werden kannst, um mehr Aufklärung dafür zu betreiben. Generell, aber dann ist mir, glaube ich, auch, also in meinem Kopf habe ich gedacht, das müsste doch mein Ziel sein, das müsste doch gut sein, darüber aufzuklären, weil ich eigentlich freue, wenn mehr Leute Verständnis dafür haben. Aber gleichzeitig war es eigentlich nie mein Bedürfnis, diesen Kampf zu kämpfen. Ich wollte, dass meine Bubble, meine Blase und mit den Leuten, die meine Videos regulär gucken und mit denen ich im Kontakt bin, dass die meinen Hintergrund verstehen. Die ganze Republik jetzt zum ganzen Thema Intersexualität aufzuklären, hatte ich nicht vor. Und was halt auch noch bei den ganzen Medienanfragen mit dazu kommt, also gerade über diese Menge und diesen Rummel und auch dieses Wissen, so, ne, das ist jetzt eine Story für dich und dann nächste Woche geht's weiter und es gibt was Nächstes, einfach so ein bisschen so sich als Objekt zu fühlen. Also, und dass das Spannendste und das Interessanteste an mir eigentlich eine ziemlich schmerzhafte und nicht gute Erfahrung und ein Problem ist, was ich in meinem Leben habe und ich eigentlich nicht darüber definiert und bekannt werden möchte. Also mein Leben ist mehr als intersexuell zu sein. Und deswegen hätte ich das ungern mit meinem Namen, mit meinem Bild in 15 verschiedenen Tageszeitungen und Medienhäusern und irgendwas nochmal so vertapeziert, dass es dann auch nicht mehr losgeht. Mein eigenes Video hier kann ich steuern und kontrollieren. Ja, es ist im Internet und was damit gemacht wird und keine Ahnung, aber ich glaube, mir wäre das sonst einfach zu viel geworden. Aber kommen wir mal zu meinen Erfahrungen zum Thema Aktivismus und Selbsthilfe. Was nach dem Video nämlich auch passiert war, ich weiß gar nicht, ob ihr das so richtig mitbekommen hattet, war, dass mich Amnesty International kontaktiert hatte. Die hatten in dem Jahr was relativ Großes geplant zum Intersex Awareness Day. Im Oktober war das ja, der ist immer im Oktober, glaube ich, ja. Und das war so, glaube ich, Mai, April, Mai, Juni vielleicht. Und da war ich quasi zu einem Workshop eingeladen worden und dachte mir so, ja, das finde ich gut. Amnesty International vertraue ich als Organisation auch und ich glaube, dass es was Gutes werden könnte, dass sie was Gutes auf die Beine stellen und bin zu diesem Workshop gefahren. Und da dachte ich mir auch wirklich, okay, da freue ich mich drauf und da freue ich mich, was helfen zu können und vielleicht auch was bewegen zu können und das ist doch eigentlich ganz gut. Der Hauptfokus der Kampagnen generell von Amnesty International zum Thema Intersex, aber auch damals zu diesem Intersex Awareness Day, waren halt vor allem das Thema Verstümmelung von intersexuell geborenen Menschen, also da, wo man auch, also mir hat man ja als Säugling das auch äußerlich nicht angesehen, auch immer noch sieht man mir das ja nicht äußerlich an. Aber bei quasi Mischformen oder nicht ganz so ausgeprägten Formen oder anderen Formen von Intersexualität einfach, als das, was ich habe, die CAIS, dass dann schon im Kindesalter, schon als Baby, Operationen einfach an Kleinkindern getan werden, zum Teil auch ohne Wissen der Eltern, zum Teil einfach aufgrund von Druck den Eltern gegenüber oder falscher Aufklärung, die dann bei den Betroffenen einfach zu lebenslangen auch Schmerzen, also nicht nur seelischen Schmerzen und psychischen Beeinträchtigungen, sondern physischen Schmerzen und geminderter bis gar keiner Sexualität führen. Plus dem Phänomen, dass tatsächlich gerne eher eine Feminisierung vorgenommen wird. Entweder weil es einfacher ist, in weibliche Genitalien zu formen und zu operieren als männliche, oder einfach, weil das vielleicht auch so ein bisschen das Bild von meist männlichen Chirurgen ist, dann doch lieber noch ein paar mehr Frauen draus zu machen. Das ist aber, glaube ich, schon eher so ein bisschen die Interpretation der Selbsthilfe und das weiß ich nicht, kann ich nicht, mag ich jetzt gar nicht, eigentlich wollte ich es gar nicht so in den Äther blähen, aber das ist halt einfach das Thema und das Problem, dessen sich auch Amnesty da annehmen wollte, plus noch das politische Engagement. Also es ist eigentlich über die Grundrechte und alles Mögliche überhaupt nicht vereinbar. Also eigentlich durfte es schon nicht gehen. Es ging aber nochmal um ganz explizites rechtliches Verbot von Operationen an, also geschlechtsangleichenden Operationen im Kindesalter.
um es nochmal expliziter zu machen und eindeutiger, aber auch schon in Vorbereitung auf die Gesetzesinitiativen zum dritten Geschlecht und der dritten Option, da auch mitzuwirken und einzuwirken und dass es quasi im Sinne der Betroffenen gestaltet wird. Und da hat es aber auch Schnittmengen gehabt mit Intersexualität und aber auch transsexuellen Menschen, die Rechte und deren Bedürfnisse damit in diesen Gesetzesentwurf einzubringen. Und ja, auch da ist halt natürlich Aufklärung irgendwie der erste Schritt und Aufklärung so das Mittel zum Zweck. Je mehr Leute davon wissen und je mehr Leute wissen, dass es das gibt, umso mehr hat man vielleicht auch Rückenstärkung und Rückendeckung oder vielleicht auch Aufregung über, dass da an Kindern rumoperiert wird, als wenn es halt keiner weiß. Aber ja, der Fokus auf politischen Aktivismus und ja, auch ums Thema Aufklärung, aber auch Diskriminierung und Diskriminierungsschutz. Bei diesem Workshop habe ich auch die ersten anderen intersexuellen Menschen in meinem Leben kennengelernt, was sehr spannend und sehr interessant war. Unter anderem Lucy Veit. Lucy ist sehr aktiv, schon seit Jahren. Lucy ist auch wirklich die Person, die ich so wahrgenommen habe, schon immer. Auch als ich privat und selber und auch als ich jünger war, schon recherchiert habe und auch ja, als es im Ethikrat im Bund quasi darum ging, die Verbrechen an intersexuellen Menschen aufzuarbeiten und zu bereiten und da auch Dinge auf den Weg zu bringen, hat Lucy auch Aussagen getätigt, die ich mir auch angeguckt habe, also wirklich Aussagen vorm Ethikrat, für Ethikkommission des Bundesrates und so weiter. Insofern war das schon krass, dann auf einmal vor der Person zu stehen, die ich sonst eigentlich nur aus den Medien kannte und halt aber auch schon öfters gesehen hatte und auch wusste, dass es eine Person ist, die da sehr aktiv ist. Zusätzlich gab es noch drei andere Betroffene, oder 2, 3, 4, ich weiß gar nicht mehr, wie viel aus der Runde quasi von Amnesty waren, so organisationstechnisch, und wie viele Personen quasi intersexuell waren, um die Erfahrungen, intersexuell, intergeschlechtlich, ja, kommen wir auch noch gleich zu, um ihre Erfahrungen zu teilen, damit halt einfach diese Kampagne auch gestützt ist von echten Erfahrungen, echten Erlebnissen und auch die echten Bedürfnisse anspricht. Generell hatte ich bis dahin auch mit anderen Personen zum Teil auch bewusst keinen Kontakt, indem ich mich von der Selbsthilfe relativ früh schon entschieden habe, fernzuhalten. Also jetzt habe ich eine Ahnung, warum, aber bis dahin hatte ich nicht so richtig Ahnung. Die Selbsthilfe, zum Beispiel Verein Intersexueller Menschen e.V. oder XY-Frauen, wirkte auf mich einfach immer sehr resolut, sehr, ja, also vom Aktionismus her auch sehr wutgesteuert, finde ich nicht unbedingt Wut, aber Enttäuschung, Frust, Leid gesteuert und sehr antimedizinisch. Sehr Antimediziner, sehr Antiärzte, weil da glaube ich aber auch wirklich viele Personen medizinische Verstümmelungen erfahren haben oder einfach durch Mediziner traumatisiert worden sind oder Probleme hatten. Das war aber nicht unbedingt mein Background. Mir ging es halt eher darum, so, hey, ich habe jetzt das und was mache ich jetzt und was ist medizinisch für mich richtig? Deswegen war ich da schon immer so ein bisschen abgeschreckt und habe das nicht unbedingt gesucht. Und das hat sich irgendwie in der MS, ich habe so ein paar Notizen gemacht, ich habe nämlich das Video schon mal so halb gedreht und es war so wirr und es war so lang und so viel, dass ich mir jetzt alles mal aufgeschrieben habe. Und ja, bei diesem Treffen habe ich diese Person halt kennengelernt. Und ein, zwei waren halt auch so, also war es auch so, dass man einfach körperliche Merkmale der Intersexualität gesehen hat, wo wahrscheinlich auch das Thema Diskriminierung und psychische Verletzungen da sehr großes Thema sind, große Rolle, die auch vielleicht den Aktivismus so ein bisschen angetrieben haben. Generell waren aber auch die sich alle bekannt und auch sehr vertraut, zum Teil so auch so ein bisschen touchy. Ich will nicht sagen sexuell, aber sehr, so schon so ein bisschen intim. Also generell war bei mir dieses Gefühl da, der Hauptantrieb für den Aktivismus war einfach im Thema, ich wurde diskriminiert oder man wurde diskriminiert, medizinisch, aber vielleicht auch durch die Mitmenschen. Und ja, will für Aufklärung sagen, will aber auch für das freie Ausleben des eigenen Lebens ohne Diskriminierung, ohne Probleme sich einsetzen und eintreten. Und ich glaube, das ist schon mal so ein gewisser Knackpunkt,
dass ich diese Diskriminierungserfahrung nicht habe und deswegen einfach nicht so ein Verständnis für habe. Was da auch einfach sehr mit reinspielt in diesen Gruppen, also generell immer, ihr merkt es vielleicht auch jetzt gerade in dem Bereich, wo ich über Aktivismus und LGBTIQ-Gruppen spreche, dass ich sehr vorsichtig spreche und dass ich sehr nachdenken muss und nicht so frei und locker, wie ich sonst Englisch sprechen kann, darüber spreche, weil ich falsch machen kann. Man kann so viele falsche Begriffe und Pronomen und alles benutzen. Man lernt einen Begriff von jemandem und das heißt, ja, den können wir jetzt benutzen und dann ist man ein Jahr später da und es heißt so, nein, den kannst du auf keinen Fall sagen. Und das ist bei jemandem, der vielleicht nicht jeden Gedanken sofort durchdenkt, bevor er aus seinem Mund rutscht, also sehr, sehr angsteinflößend und sehr, sehr anstrengend. Das stört mich generell schon sehr im LGBTIQ-Rahmenumfeld, was ich so mitbekommen habe. Ich verstehe diesen Fokus auf richtige Pronomen, keine diskriminierende Sprache, keine exkludierende Sprache, eine gleichberechtigte Sprache für alle. Mich stört das wenige Verständnis für Personen, die das nicht aus falschen Absichten und aus bewussten Verletzungsabsichten nicht richtig benutzen und falsch benutzen, sondern einfach nur aus Uninformiertheit, Unkonzentriertheit auch, selbst wenn ich es weiß, dass ich nicht dran denke in dem Moment oder einfach meine Routinen im Kopf anspringen. Ich sehe eine weiblich aussehende Person und sage sie. So. Und auch mehrfach Fehler passieren und wenn quasi irgendwie eine Person ein, zwei Mal dann, ja, sie hat gesagt, nee, entschuldige, also, ne, so das Falsche, dass das schon als verletzend und schwierig wahrgenommen werden und vielleicht bin ich da auch einfach zu empfindlich oder habe zu sehr Angst davor, dass mir dann jemand auf den Mund fährt, aber gefühlt ist das in dem Umfeld alles sehr extrem und sehr hardcore und da möchte ich halt auch am liebsten vorwegrennen. Also wenn das wichtigste Thema ist, was bezeichnet wird und was gesagt wird und welches Pronomen hat, wenn da so viel Wert schon drauf ist und so viel Energie in meinem Kopf schon drauf losgeht, wann konzentriert man sich dann auf die wichtigen Probleme? Und man wird wirklich Aufklärungsarbeit und politische Arbeit und sonst was getrieben. Und ja, also das... Ich schneide das Video gerade und ich bin mit der Stelle unzufrieden, deswegen kleiner Einwurf. Ich will nicht sagen, dass Pronomen und richtige Bezeichnung und exkludierende Sprache keine wichtigen Themen sind. Es geht mir eher über das Transportieren dieser Themen und wie man Menschen maßregelt und dass es eigentlich ein Thema ist, wo man ja auf die Verständnis von Menschen appelliert, dass man möchte, dass Menschen auf einen Rücksicht nehmen und diese Rücksicht aber, also dann selber sich so empfindet, dass man so ein Recht auf diese Rücksicht hat, dass man dann wiederum das Recht der gegenüberliegenden Person mal zerstreut zu sein oder einfach sich nicht da mit jedem auseinandersetzen zu können oder vielleicht auch nicht für 30 Leute immer alle Pronomen auswendig zu lernen und die alle richtig parat zu haben, dass Schubladendenken oft doof ist, aber Schubladendenken vor allem aus einem Grund entstanden ist, nämlich um uns den Alltag zu erleichtern und uns das soziale Umfeld halt einfacher und schneller einsortierbar zu machen. Und das ist halt einfach bei mir das Thema. So dieses gerne, jeder soll jedes Pronomen haben, was er möchte und auch gerne die Leute darauf hinweisen, aber sich dann trotzdem vielleicht auch darauf einzustellen und immer noch zu wissen, das ist noch nicht die Norm und das ist noch nicht der Standard und das ist anders. Und ganz viele Leute kennen das nicht und sind nicht so groß geworden, gerade ältere Menschen. Und selbst wenn sie es 5-mal hintereinander falsch machen, ruhig zu bleiben und nett darauf hinzuweisen und nie genervt und nie angepisst und nie zu fordern, damit zu werden. Und ja, das ist zwar irgendwie doof, dass das so sein muss, aber wie gesagt, wenn man da nicht nur eine Person kennt, wo man drauf achten muss, sondern mittlerweile eine Handvoll und 10, 4, 15 verschiedene oder auch vielleicht Künstler, die manche Leute total wie Fans verfolgen, Sam Smith ist jetzt ein gutes Beispiel, und manche halt einfach nur mal gerne reinhören und dann einen Kommentar schreiben und dann zugespammt werden und schon beschimpft im Internet, weil man das falsche Pronomen benutzt hat, wenn man sich nicht mit der Person, mit dem Künstler beschäftigt, noch vielleicht noch gar nicht wusste, dass sie jetzt ein anderes Pronomen benutzen. Love and Kindness. Verständnis.
Verständnis dafür, dass Menschen gerne sich ein Pronomen aussuchen möchten, aber auch Verständnis dafür, dass Menschen sich nicht immer merken oder wissen oder. Also das war jetzt eher allgemein und im Intersexualitätskontext trifft das halt auch nochmal für medizinische Fachbegriffe zu. Was darf ich benutzen? Darf ich überhaupt intersexuell sagen oder ist es intergeschlechtlich oder zwischengeschlechtlich? Ist es ein Syndrom? Ist es eine Mutation? Bin ich eine Betroffene? Nein, 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 das dürfen wir alles nicht sagen. Und insofern ist das halt auch stressig. Also es wird mir gesagt, was man nicht sagen darf. Wenn ich aber okay bin, mein Problem als Mutation oder Krankheit zu bezeichnen, dann darf ich das eigentlich auch nicht entscheiden, dass ich das für mich so nennen darf. Das ist ja eigentlich dann genauso einschränkend, diskriminierend. Keine Ahnung, es ist immer sehr antimedizinisch gewesen und meine Ansätze für die Lösung meiner Probleme sind halt sehr im medizinischen Lager und im medizinischen Interesse verortet. Deswegen hatte ich tatsächlich nach dem Workshop mich auch aus dieser Amnesty-Vorbereitung und für den Intersex Awareness Day und aus dieser Initiative herausgezogen und generell zurückgezogen und hatte auch seitdem mit keinem dieser Menschen mehr Kontakt. Was bei mir auch schon wieder ein schlechtes Gewissen getriggert hatte, weil ich war dort eingeladen und ich habe damit geholfen und die haben mich rausgesucht und sich auf mich verlassen. Und ich habe dann gemerkt, das ist nichts für mich und dann ziehe ich mich zurück und also da hatte ich auch ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, ich habe nicht mal meine Reisekosten eingereicht. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein komisches Gefühl, wenn man schon was Seltenes hat und wenn man sich schon so ein bisschen einsam alleine mit dem, was man hat, fühlt. Und dann trifft man diese ganz wenigen Menschen, die das auch haben. Und dann fühlt man sich im Vergleich mit denen auch noch wieder ausgeschlossen und auch wieder anders und auch wieder einen anderen Fokus. Dann, auch nicht gut. Dann hatte ich mich im letzten Jahr bei uns im Firmen-LGBTQ Netzwerk engagiert. Da habe ich das Ei mit reingeschmuggelt. Eigentlich finde ich es besser, wenn es nicht mit dabei ist, aber gut. Erstens, weil ich mich vom Thema Kinderwunsch so ein bisschen verabschiedet hatte ja auch und auch generell so die Gedanken waren, okay, was mache ich so richtig mit meinem Leben? Und es kann doch jetzt nicht nur um mich gehen, sondern ich muss irgendwie auch was gesellschaftlich zurückgeben oder irgendwie anderweitig suchen. Plus auch dieses Gefühl von, das Schicksal hat mir das jetzt in die Wiege gelegt und ich habe das halt jetzt. Dann liegt das doch eigentlich quasi wie auf der Straße, dass ich mich dafür auch engagiere. Und ich glaube, mein Hauptgedanke dahinter war auch quasi in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, dafür mitzuhelfen, dass es halt keine Diskriminierung gibt, generell gegen alle Menschen, aber besonders halt im LGBTIQ-Umfeld, Aufklärung zu betreiben und einfach auch so ein Anlaufpunkt für andere Personen, die das betrifft. Schöne Umschreibung für Betroffene übrigens. Zu bieten und zu bilden, wenn es sein muss, auch mal gegen die Firma zu schießen. Also die Firma auch ein bisschen anzutreiben, etwas dafür zu tun und dafür sich einzugestehen. Und das war so ein bisschen das, was ich da als Ziel hatte. Ich musste aber leider sehr feststellen, sehr schnell, dass das halt nicht die Absicht war, die dahinter stand. Es war nach meinem Gefühl tatsächlich eher ein Feigenblatt für die Firma. Das Hauptinteresse der Firma war nicht, dass man eine gute Unternehmenskultur und eine gleichberechtigte Unternehmenskultur im allgemeinen Sinne sorgt, sondern das Hauptthema war einfach nicht verklagt werden. Und also zum ganzen Thema Pride Season, wo ja jetzt auch mittlerweile ganz viele Firmen und Banken und auch und sich ja auch zu äußern, gerade hier im Rhein-Main-Gebiet, aber ich glaube auch fast in jeder deutschen Großstadt, da mit dabei zu sein und weil, also eher so ein bisschen auch aus Marketingzweck oder auch aus das Recruiting-Marketing-Zweck auch sich quasi darzustellen als offenes, liberales, diverses Unternehmen. Aber intern, das Einzige, was man getan hat, war halt Meldestellen, wenn Fälle passiert sind, zu schaffen. Proaktiv, kulturell, einwirkend hat man da gar nichts gemacht. Eher gesagt, es gibt ja ein Netzwerk und alle im Netzwerk waren halt freiwillig da und haben das in ihrer Freizeit machen müssen. Das war auch keine Arbeitszeit. Und das war quasi der einzige Beitrag, die einzige Initiative des Unternehmens für eine positivere, diversere Kultur. So, also damit konnte ich mich nicht so richtig anfreunden, zumal der Rest des Netzwerkes auch das nicht so richtig angreifen und dagegen schießen wollte, sondern eher auf Firmenseite und firmentreu, firmennah war. Plus das Netzwerk, und das muss man aber bei allen LGBT-Initiativen so ein bisschen so ein Thema sein, war halt sehr geprägt von schwulen Männern. Oder sagen wir mal einfach von
ja, es war eigentlich mehr ein Schwulennetzwerk. Und alles andere so des Spektrums, sei es lesbisch, sei es trans, sei es bi, hat da nicht stattgefunden und war nicht mit dabei. Und keine Ahnung, das war, also erstens habe ich mich ein bisschen gefühlt wie dann wieder das quotenweibliche Mitglied, aber die Interessen und die da vorgetragen wurden, waren halt auch dann sehr auf die schwulen Bedürfnisse oder in dieser Denke freies Ausleben der Sexualität und keine Diskriminierung aufgrund meiner sexuellen Ausrichtung ausgeprägt. So, und ich habe aber auch immer mehr gemerkt, dass es mir gar nicht mehr so sehr darum geht, weil ich werde erstens nicht dafür diskriminiert, weil ich sehe aus wie eine Frau, ich fühle mich als Frau, ich bin für mich eine Frau und bin heterosexuell. Also das ist für mich quasi kein Thema und ich habe da keine Diskriminierungserfahrung. Und ich habe einfach gespürt, dass mir andere Dinge viel wichtiger sind oder ja, ich diese Diskriminierungserfahrung aufgrund meiner sexuellen Ausrichtung nicht erlebt habe. Aber was ist mit Frauenrechten und wie ich als Frau wahrgenommen werde und wie mit mir als Frau umgegangen wird? Oder auch, wenn ich in mein Umfeld gucke, wie gehen wir in der Firma mit anderen Menschen um, die eine andere Religion haben als ich selbst oder anderen Migrationshintergrund. Also da eher dieses Thema Gleichberechtigung und guter Umgang kulturell zu etablieren zwischen allen Menschen und alle, die wir da sind. Und ja, das ist ein sehr hohes Ziel und das wird man eh nicht so in der Form schaffen, aber diese Festsetzung auf quasi das Thema Schwulsein, das, ja, da habe ich mich halt nicht wiedergefunden und dementsprechend bin ich dann auch aus der Gruppe ausgetreten. Auch wieder mit schlechtem Gewissen und lange an mir rumwerkeln, aber ich muss auch sagen, vielleicht war auch mein Engagement dort so ein bisschen sehr übereilt, wie es halt immer so ist, ne, impulsiver Gedanke und ja, machen wir das halt und dann, ohne mir wirklich vorher ordentlich Gedanken dazu zu machen, was es für mich bedeutet. Aber ich glaube, es war trotzdem eine wichtige Erfahrung für mich, um das jetzt auch alles einordnen zu können. Aber genau das ist halt das Thema und ich glaube, deswegen konnte ich mich noch nie mit dem Ganzen assoziieren. Ich wurde in meinem Leben noch nie dafür diskriminiert, intersexuell zu sein. Noch nie. Ich wurde aber dafür diskriminiert, eine Frau zu sein. Oder zumindestens, ja, nicht ernst genommen oder herabgewürdigt oder begrapscht. Aber ich wurde noch nie, hat irgendjemand mich schlechter behandelt, weil ich intersexuell bin. Weil man es nicht sieht, aber auch die Personen, die es wissen, haben es nicht getan. Trotzdem suche ich den Austausch mit Intersexuellen und trotzdem möchte ich mit anderen darüber sprechen. Aber ich möchte nicht so verbittert, so verbohrt und so anti sein gegen das Medizinische, weil das ist mein Hauptthema und das ist mein Hauptproblem. Und für mich ist Intersexualität und intersexuell sein und CAIS haben vor allem eins. Es ist ein Syndrom, es ist eine Krankheit, es ist eine Mutation. Und ich weiß nicht, wie es meine Lebensqualität einschränken wird. Ich habe die Knochendichte einer 50-jährigen Frau in meinen Wirbeln. Ich weiß nicht, welche Hormone ich wirklich nehmen sollte, was das Beste für mich ist. Ich weiß nicht, wie die Hormone meine Stimmung und mich selbst beeinflussen und vielleicht auch meinen Charakter. Bin ich wirklich ich? Ich weiß es nicht. Wie bin ich in Beziehungen? Was tut das mit mir? Und ich bin ein Versuchskaninchen. Ich bin das eigene Versuchskaninchen meines eigenen Lebens, weil es so wenig Fälle gibt. Und so wenig medizinische Studien, dass eigentlich die Ärzte es auch nicht wissen. Es wurde etwas aus mir heraus operiert, was noch nicht entartet war, was noch kein Risiko hatte, ohne dass man eigentlich einen wissenschaftlich belegten, guten Plan hatte. Man hat einfach Östrogen gegeben, weil, sieht ja aus wie eine Frau, geben wir Östrogen. Aber es gibt kein Wissen darum, was das Richtige ist. Und das ist das, was mich beschäftigt, das ist das, was mich umtreibt. Plus noch vielleicht auch das Thema, ne, mit Kinderlosigkeit leben. Und wie fange ich eine neue Beziehung an, in der ich das thematisiere? Und was macht das auch mit meinem Kopf? Wie fühle ich mich? Und das alles. Es schränkt mich ein. Und für mich ist es ein Syndrom und eine Krankheit. Und ich bin betroffen. Ich bin eine Betroffene. Und auf dieser Ebene möchte ich mich mit Menschen unterhalten. Und auf dieser Ebene suche ich Austausch und Unterstützung und ich möchte keine Vorwürfe, dass ich das so sehe und bezeichne. Und vielleicht wird mir das auch gerade einfach ein bisschen klarer, weil ich es halt in der ADHS-Selbsthilfe anders erlebe. Weil dort es also einfach eher eine medizinische Selbsthilfe ist und keine Aktivismus-Selbsthilfe und Aktivismus.
ja, da geht es darum, wie kriege ich mein Leben hin? Wie kriege ich das auf die Kette? Wie strukturiere ich meinen Alltag? Was sind die medizinischen Folgen? Was sind die medizinischen Folgen von Medikamenten, die ich nehme? Und ja, welche Medikamente kann man nehmen und welche Medikamente sind es und welche Erfahrungen bestehen mit Medikamenten? Welche Ärzte gibt es? Welches Ärztenetzwerk gibt es? An welche Ärzte kann ich mich wenden? Wo gibt es gute Erfahrungen mit Ärzten? Und was macht der ganze Kram mit meiner Psyche und mit meinem Selbstwert und mit all dem? Wie lerne ich damit, diese Diagnose zu akzeptieren? Und ja, aber auch spende mir Trost, wenn was scheiße läuft. Aber man feiert sich dort auch gegenseitig, wenn einer einen Studienabschluss hat. Oder wenn man einfach nur geschafft hat, den Müll rauszubringen, weil man sich das vorgenommen hat. So. Und das ist eine ganz andere Selbsthilfe-Erfahrung und wie ich auch Selbsthilfe verstehe. Und ich glaube, genau das habe ich aber immer in der Intersexualitäts-Selbsthilfe gesucht und nie gefunden. Weil es keine Selbsthilfe ist, sondern für mich gefühlt ist es Aktivismus mit einem gewissen Mindset, was mir vorgegeben wird. Und es kann sein, ich bin da auch gerade ein bisschen unfair. Kann auch sein, das sind Bilder in meinem Kopf, die haben sich manifestiert, seitdem ich 16 bin. Das ist 13 Jahre her fast. Das kann sich auch schon geändert haben. Die Intersexualitätsvereine können sich gewandelt haben. Die Selbsthilfegruppen können sich gewandelt haben. Vielleicht habe ich auch nur diese öffentliche, aktivistische Seite mitbekommen, aber keine Peerberatungen oder keine Gesprächskreise oder irgendwas in der Form. Also ich will nicht sagen, dass ich da gerade nicht unfair bin. Das kann sehr, 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 sehr gut sein. Aber mit diesem Hintergrund, mit dem, was mir wichtig ist und dass es mir um medizinisches Wissen geht, um Aufklärung, auch dafür zu sorgen, vielleicht eine Studienlage zu schaffen. Ich habe an einer Studie teilgenommen, um mitzuhelfen, um forschen zu lassen, um aufklären zu können. Während die Selbsthilfe nach meinem Verständnis davon abgeraten hat und die Leute eher davon weggelockt hat, obwohl das die beste Quelle dafür ist, an ein Netzwerk von diesen Menschen zu kommen. Es gibt nicht viele von uns. Wir müssen doch eigentlich jeden Kommunikationskanal nutzen. Und ja, Mediziner haben zum Teil Menschen echt Scheißsachen zugefügt und dass man da verdrossen ist und Angst hat, das verstehe ich total. Aber die Mediziner, die das damals gemacht haben, sind vielleicht nicht die Mediziner, die jetzt versuchen zu forschen, um zu ermöglichen, dass Menschen mit CAIS oder anderen Intersexualitätsformen ein besseres Leben haben und man mehr verstehen kann, wie man ihnen helfen kann, ein besseres Leben zu haben und vielleicht auch einfach die Grundlage zu schaffen, dass Krankenkassen die Hormontherapie bezahlen, die am besten ist oder die man für sich selber aussucht. So, weil das quasi Selbstexperimente mit anderen Hormonen zu machen und darunter zu leiden und sich zu beschweren, dass die Krankenkassen das nicht bezahlen und man es privat bezahlen muss, dann sich aber dagegen zu sträuben, an vielleicht einer Studie teilzunehmen. Also ich sage noch gar nicht, dass jede Person dann da teilnehmen muss, aber aktiv dagegen zu werben. Und wenn halt das I in LGBTIQ mit reinkommt, dann ist das kein Medizinthema. Und dann wird das vermingelt mit sexueller Identität und Auslebung und Geschlechtsidentität und sexuelle Ausrichtung. Und da gibt es ja verschiedenste Dimensionen. Ne? Aber es kommt irgendwie in diese Riege rein und das kann auch ein Problem sein. Auf jeden Fall. Ich möchte es nicht absprechen, nur weil ich das nicht habe, heißt das nicht, dass andere Leute das nicht haben. Aber die medizinische Komponente wird komplett unterschlagen, die aber, ich glaube, für den Großteil auch einer der Hauptkomponenten ist. Und deswegen finde ich es irgendwie nicht gut, dass Intersexualität da jetzt mit reingemischt wird. Weil es zum Beispiel auch noch genau das Thema Intersexualität und Transsexualität durcheinanderhauen in der einfachen Bevölkerung, die nicht so aufgeklärt ist, auch nochmal mehr fördert. Und das klingt vielleicht assi, aber wenn ich ein Chromosomproblem habe oder ein medizinisch-biologisch nachweisbares Problem, nachweisbar in dem Sinne, dass es jemand anerkennt, dass es nachweisbar ist, und man vielleicht im Fall zum Beispiel Transsexualität, was ja auch wahrscheinlich biologisch, neurobiologisch, neuropsychologisch begründet ist, ne? Aber es einfach noch keine Nachweismechanismen gibt, es einfach noch nicht messbar ist, es gibt noch keinen Trans-Test, während es halt bei mir einen Chromosomentest gibt und ja, männliche Chromosomen, weibliches Aussehen, da passt irgendwas nicht. Aber quasi damit die Vorurteile und das Begründen und das Erklären von Transsexualität und dem Problem auf Intersexualität übergestülpt werden, obwohl es vielleicht Intersexuelle eigentlich einfacher hätten, sich zu erklären.
und das kann vielleicht jetzt gerade egoistisch sein und das kann vielleicht auch unfair sein, aber ich weiß jetzt, warum ich mich in LGBTIQ-Netzwerken nicht wohlfühle, nicht richtig fühle, auch in Aktivismus nicht wohlfühle und ich möchte eine Intersexualitäts-Lebenshilfe. Ich möchte andere Betroffene treffen, ich möchte mich austauschen, ich möchte medizinisches Fachwissen sammeln und verstehen lernen und Ärzte finden, die sich dafür interessieren und forschen und Forschung vielleicht auch unterstützen, um mein Leben und das Leben von anderen besser zu machen. Und ich finde es gut, dass andere eher auf der politischen Ebene kämpfen und für die Awareness kämpfen, aber das ist nicht mein Kampf. Und dementsprechend mag ich da nicht mehr mitmachen. An alle Betroffenen, die es geguckt haben, entweder habt ihr mir schon mal geschrieben oder schreibt mir gern nochmal. Ich werde was aufsetzen, wo wir uns einfach austauschen können und einfach mal kennenlernen können und vielleicht genauso so medizinische Sachen auch austauschen können und Erfahrungen und Fragen stellen und so weiter. Bitte habt nicht den kompletten Anspruch an mich. Ich richte vielleicht die Plattform ein, ob ich das dann noch moderiere, ob ich da sehr viel bin, ob ich da sehr viel schreibe, ich weiß es nicht. Ich habe selber kein Vertrauen in meine Motivation und meine Langzeit-Involvement in so Dinge. Da sind einfach gerade andere Themen in meinem Kopf, die das beeindrucken. Also bitte habt nicht zu viel Erwartungen an mich, aber ich hoffe wenigstens so die Basis liefern zu können, dass alle, die sich bei mir gemeldet haben, auch untereinander sich vernetzen können und sich finden können. Boah. Also dann, danke fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, das gibt jetzt nicht zu viel Hate. Bis dann, ciao, ciao.